Okay, ich würde euch mal sagen. Ist der Kompass drin? Und die Karte. Schon mal zwei Items, die wir abgeben können. Dann kommen wir trotzdem noch hier drauf. Dann können wir uns hier noch Mr. Hux holen. Das sind die Items, die wir hier schon mal abgeben können. Und dann können wir noch mal mit den drei, mit dem Schwert, mit der Schaufel und mit der Hakenklaue, da haben wir das schon. Ja, das ist easy. Dann kommen wir noch mal zurück hier. Sind wir leicht genug, um hier hochzukommen? Schaut so aus. Das sind leichte Items. Da müssten wir drei haben, oder? Ein Kompass, die Karte. Mr. Hux. Kompass, die Karte und Mr. Hux. Ja. Drei Items. Und jetzt hier zurück. Nochmal ins Schloss zurück. Und nur wie wir es gerade eben gemacht haben. Ob wir hier wieder überhaupt wieder reinkommen, ist die Frage, aber im Schwert war es hier zu gebackt. Okay, wie kommen wir wieder zurück? Es gibt doch irgendwie einen Weg. Wenn nicht, gehen wir nochmal auf. Dann lassen wir uns schießen von der Seite und kommen wir von der. Kommen von der Seite. Eine Bombe können wir nicht mitnehmen. Die kriegen wir nicht niemals hoch. Wir können es vielleicht mit der Kanone hier rüber schießen lassen. Von da aus über die Berge rüber und dann von der Seite aus kommen. Das macht Sinn. Ja, das kriegen wir hin. Ganz ohne Items kommen wir hier so, super hoch. Nee, den Kristall nehmen wir nicht mit. Die Schaufel. Das Schwert. Und jetzt brauchen wir den Greifhaken, wenn wir zu schwer sind. Auch scheiße. Na gut, sollte man eh sowieso schaffen. Schnibbeln wir uns hier durch. Schnibbel. Oh, ja gut. Ich habe kurz vergessen, dass die Hitbox haben und angreifen. Ja gut. So, wie sollen wir jetzt hier hochkommen? Wir können auch da nicht hochspringen. Man wird irgendwie verkackt jetzt hier. Ach verdammt! Ich bin echt zu blöd. Na gut, machen wir es nochmal von vorne. Ich weiß es ja jetzt. Ich weiß es ja. So, wir haben es gemacht. Hier die beiden Sachen hier oben. Dem Sims. Die sind leicht genug, dass wir ihn noch hoch können.
Auch wenn es schwer wäre, könnte man hier hoch. So, Miss Dax, da haben wir schon mal ein Dreier. Den Haken brauchen wir später. Da ist der Haken in der Sache. Oh, der Moment, wenn man alles Speedrunner oder so viele Wege sieht, gib mal Raise the Sun ein. Nee, werde ich nicht machen. Keine Werbung für fremde Leute, für andere Streamer hier. Hab dich gar nicht gesehen. Sorry, ich war beschäftigt mit dem Spiel hier. Sorry, JK. Wink. Ich meine im Spiel. Ist ein Easter Egg. Bitte auch keine Easter Eggs hier spoilern. Bitte auch keine Ending-Spoiler hier. Ich sag's jetzt noch einmal. Wenn du jetzt nochmal ein Ending mir irgendwie spoilerst oder ein Easter Egg. Ich werde das jetzt bewusst nicht machen, das dort einzugeben. Das werde ich jetzt bewusst nicht machen. Vielleicht irgendwann in einem anderen Stream. Wenn du mir jetzt noch was spoilerst, muss ich leider. Ich habe hier schon mal einen gehabt im Stream, der mir was gespoilert hat. Hier Endings. Sorry, da muss ich dir Timeouts geben oder dich dann blocken. Das ist. Sowas findet man nicht aus Versehen. Jo, bis dann. Ja, sorry, es ist. Ich finde es kacke, wenn Sachen gespoilert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Ending war oder so. Das ist. Ich war nicht nur vor fürs nächste Mal. Und jetzt abhaust. Ja. Sorry. Aber ich stream das nicht zum ersten Mal hier, das ist. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass dieses Spiel zum ersten Mal gestreamt habe, dass man deswegen streamt das auch kein anderer. Deswegen streamen das die größten YouTuber auch nicht. Weil sie wissen, es gibt immer Leute im Stream, die halt. In den Kommentaren sowieso, aber das ist halt auf YouTube dann halb so schlimm. Kann man ja weggucken. Sorry, dass ich jetzt vielleicht den Falschen angegriffen habe, aber. Ja. Ich handhabe das jetzt auch so, dass man. Wenn mir so Tipps im Spiel im Chat gegeben werden. Dann will ich das bewusst nicht machen. Mach ich zur Not privat dann, um es noch rauszufinden. Ja. Dann haben wir das Ending. Dunkler Zwergi wurde schließlich all sein materiellen Besitz los. Ohne Konsumgüter musste sich das Monster des Kapitalismus in andere Welten begeben, um zu verschlingen. Sechs Monate später. Da es keine Güter gab, für die man kämpfen konnte, hörten die Konflikte für eine Weile auf, bis der Ladenbesitzer jede Truhe im Königreich auffüllte, um sich auf den Black Friday vorzubereiten. Lass uns herausfinden, welche Art von Deals du finden kannst, du Dunkler Zwergi. Kleiner Disc gegen den Black Friday. So, Prinzessin mitnehmen. Du hast Mordi. So, komm, Prinzessin Mordi. Ich geb dich mal ab. Das einzige Item, was wir noch nicht abgegeben haben.
Ich weiß nicht, vielleicht sollte man nicht hier lang. Sind oben lang. Können wir hier links? Ich müsste hier das Monster sein. Ich habe mir die Prinzessin schon abgegeben. Da passt das Huhn rein, das sehe ich jetzt hier schon. Das sehe ich so schon. Meine Mimik ist hier verändert. Und den Ambossen zusammengebrochen. Wusstet ihr das auf Spanisch? Das Wort Amboss. Das Wort Amboss heißt auf Spanisch beide. Das ist einfach das Wort. Tatsächlich, ich glaube, das ist auch wirklich so. Tatsächlich bist du, also wenn du sagst beide Ambosse, also wenn du zwei Ambosse meinst, bei der Ambosse sagst du halt einfach Amboss, Ambosse. Amboss, Amboss. Das ist halt. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Ist das ein Hinweis? Das ist ein Hinweis. Hurra. Das gibt kein Ending hier. Zoomt irgendwie verdächtig nah ran. Es gibt so ganz klar so ein bisschen. Oh. Sicher, dass das kein Ending gibt. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Prinzessinnenzimmer. Oh no, keine Secret. Kein Ende. Ohne Secret. Schön, haben wir das auch mal gesehen. Wir haben keine Klaue mit, wir müssen die Klaue mitnehmen, um die Prinzessin abzuliefern. Ja, das war klar. Nach dieser Erinnerung, wir nehmen die Klaue mit. Um da hochzukommen, dann über ihn hinüber. Und Modi ab. Modis Gefängnis. Du hast Modi. Immer wieder schön. Ist dann Modis Mutter vorbei. Und ist dann. Und hier hoch. Und kommen bei Modis Mutters fangen. Oh nein, als Glück habe ich noch 4. Sehr schön. Als ob das der Fluchtplan. Wir können uns zeigen in eine andere Richtung. Durch der Brücke, sehr schön. Das könnte mir noch wieder von hinten erstechen, aber. Ich habe einen anderen Plan. Und hier wollen wir lang. Ah, das ist lustig. Das ist klar, dass ich nicht wirklich ein Gegenstand bin, oder? Okay, so langsam machst du mir Angst. Lass mich runter. Meine Prinzessin abgegeben. Modi am Altar zu opfern war genau das, was das Königreich brauchte. Die Götter freuten sich und es begann zu regnen, wodurch die Felder wieder fruchtbar wurden. Das Königreich wurde gerettet. Hurra, Ökologe. Wir haben die Prinzessin geopfert. Dann gibt es einen Hinweis fürs nächste Ending. 4 Jahre später.
O Götter, nehmt unser bescheidenes Opfer an und gebt uns das Wunder des Regens, schrie dunkler Zwergi von zu Hause aus. Es war wirklich dunkel, aber ich würde mal gerne den Skin. Oh, ein Pikachu. Woher haben wir den Pikachu-Skin? Pikachu. Wir haben Hinweis für das 74. Ending. Mix Schwäche sind Silberkugeln. Ah, okay. Wir holen uns also die Kanone von dem gegen den Mimiker schießen. Das dürfte machbar sein. Müssen das Silberkugeln? Wir holen uns die Kanone von dem Shopbesitzer. Prozent haben wir schon. Wir arbeiten stetig auf das Ending hin. Achso, ja, den müssen wir stechen. Gibt uns das Ding nicht freiwillig. Ich vergaß. Ich dachte, diese Shopbesitzer werden lieber und gibt uns das als Held für unsere Quest. Fallschaden sterben ist auch irgendwie, finde ich seltsam.